Herzlich willkommen bei der OM Akademie. Mein Name ist Tobias Weiland und ich zeige dir jetzt, wie du B2B-Kunden auf deiner Webseite mit Hilfe von Google Analytics identifizierst. Los geht's! Nun sind wir im Google Analytics-Konto auf der Startseite. In meinem Fall ist das ein Test-Account, der auch verknüpft ist mit einer Test-Webseite. Und um jetzt zu sehen, welche Firmen und Unternehmen auf meiner Test-Webseite waren, wähle ich auf der linken Seite bei den Registerkarten den Punkt Zielgruppe. Dann geht ein kleines Dropdown-Menü auf, scrolle ich dann runter bis zum Punkt Technologie. Und unter Technologie wähle ich wiederum die Option Netzwerk. Wie bei vielen Google Analytics-Ansichten kann ich auf der rechten oberen Seite den Zeitraum einstellen. In meinem Fall ist das ein sehr langer Zeitraum, weil es sich eben um eine Test-Webseite handelt. Und damit wir überhaupt einige Daten haben, die wir uns anschauen können, habe ich jetzt mal ungefähr 3 Jahre gewählt. Ich empfehle dir für den Einstieg die letzten 14 Tage zu nehmen, beziehungsweise die letzten 4 Wochen, damit du nicht komplett erschlagen bist von den vielen Daten, die da einlaufen. Und dann scrollen wir nach unten und sehen dort die Internetanbieter. In der ersten Zeile steht normalerweise NotZ, umfasst auch die größte Datenmenge zumeist. NotZ heißt ja einfach, dass nicht gecheckt werden konnte, welcher Internetanbieter das war. In der zweiten Zeile geht es dann aber auch schon los. Computational Design GmbH ist ein Netzwerkname, da könnte man mal schauen, okay, ist das ein Internetanbieter oder eine Firma? Da gibt es auch immer wieder einige kryptische Angaben. Aber wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, sehe ich hier zum Beispiel 1. FC Magdeburg Stadion- und Sportmarketing GmbG. Das ist offensichtlich eine Firma, die ihr eigenes Netzwerk hat. Deswegen steht auch der Firmenname im Netzwerknamen, der auf meiner Seite war. Ich scrolle noch mal ein bisschen nach oben. So, dann sehen wir nämlich auch Sitzung neue Nutzer. Also 1. FC Magdeburg Stadion- und Sportmarketing GmbG waren 5 neue Nutzer, das heißt also Nutzer, die vorher noch nie auf meiner Seite waren. Und die haben insgesamt 8 Sitzungen generiert bei einer Absprungrate von 75%. Das ist gar kein so guter Wert. Und die haben pro Sitzung 1,88 Seiten aufgerufen bei einer durchschnittlichen Sitzungsdauer von 29 Sekunden. Um euch einen kurzen Hinweis zu geben, muss ich diese Ansicht den Sitzungen nach sortieren. Das ist jetzt die Sitzungsanzahl der Größe nach absteigend sortiert. Und dann sehen wir hier schon, da sind Internetanbieter dabei, Deutsche Telekom AG, Arco AG, Vodafone GmbH, Tele Columbus und so weiter. Diese Internetanbieter sind für uns allerdings irrelevant, denn wenn dort in dem Netzwerknamen ein Internetanbieter verzeichnet ist, dann heißt das einfach nur, dass ein User über die Deutsche Telekom AG, Arco AG oder Vodafone und so weiter auf unsere Seite zugegriffen haben. Bloß weil hier Vodafone GmbH steht, heißt das nicht, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von Vodafone auf unserer Seite war. Aufgabe ist es, jetzt zu schauen, okay, in welchem Netzwerknamen kommt ein Firmenname vor, der offensichtlich kein Internetanbieter ist. Dazu gehe ich auf die zweite Seite, das kann ich hier unten wechseln. Und dann sehe ich schon, aha, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das ist offensichtlich ein Firmenname oder ein Name einer Bildungseinrichtung, der kein Internetanbieter ist. Und das weist darauf hin, dass Universitätsangehörige in Halle-Wittenberg auf meiner Seite waren und auch gar nicht so wenig Traffic generiert haben. Immerhin 2008 Nutzer, neue Nutzer bei 2889 Sitzungen. Aufgabe ist es dann, diese Netzwerknamen, diese Liste durchzugehen und zu analysieren, okay, in welchem Netzwerkname kommt denn eine Firma vor? Hier beispielsweise EVH GmbH, das klingt nach einer Firma. Ich empfehle dir, gib das einfach mal bei Google ein und schau, ob das überhaupt eine relevante Firma ist, ob das überhaupt eine Firma ist und ob die eben relevant für deine Informationen und Produkte auf deiner Webseite sind. Ich sehe gerade hier unten, das Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt war auf meiner Testseite und hat auch tatsächlich ordentlich Traffic generiert. Und um jetzt zu schauen, über welche Geräte zum Beispiel das Finanzministerium Sachsen-Anhalt auf meine Webseite zugegriffen hat, was sie dort getrieben haben, nehme ich diesen Netzwerknamen per Copy and Paste und scroll nach oben. Und hier habe ich die Option erweitert. Da klicke ich dann drauf und setze einen Filter.
Der ist mir sozusagen schon vorgegeben, einschließen Internetanbieter enthält. Diese Operatoren könnt ihr so lassen und gebt hier in diesem Freifeld einfach den Netzwerknamen ein und klickt auf Anwenden. Dann scrollen wir wieder nach unten und dann sehen wir die Daten, die wir eben schon gesehen haben, nur für dieses Netzwerk oder für diese Institution Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt. Jetzt will ich aber nicht nur wissen, okay, wie viele neue Nutzer dabei waren und wie viele Sitzungen die generiert haben, wie hoch die Abschwungrate war, sondern zum Beispiel auch, mit welchem Gerättyp Sie auf meine Webseite gestoßen sind. Dazu gehe ich hier oben auf sekundäre Dimensionen, klicke da einmal drauf und dann habe ich sehr, sehr viele Optionen. Hier drunter verstecken sich immer nochmal Dropdown-Menüs. Schaut einfach mal durch, was es da alles gibt. Ich kann jetzt nicht oder ich werde nicht alle durchgehen, weil das sehr, sehr viele sind. Aber zur ersten Orientierung geht zum Beispiel hier auf häufig verwendet und zum Beispiel Gerätekategorie. Da kann ich mir anzeigen lassen, mit welchem Gerätetyp das Finanzministerium Sachsen-Anhalt auf meiner Webseite war. Und ich sehe hier, es war ausschließlich Desktop. Also die haben mit einem Desktop-Rechner auf meine Webseite zugegriffen. Ich kann mir auch anzeigen lassen, beispielsweise die Ausstiegsseite, also die Seite, die Sie als letztes aufgerufen haben, nachdem Sie dann meine Webseite verlassen haben. Ich kann jetzt hier zum Beispiel in diesen Menüs durchschauen, wo ich jetzt die Ausstiegsseite finde. Ich kann aber auch einfach hier oben Ausstiegsseite eingeben, dann wird mir das direkt gezeigt, dass hier oben die Suche für die sekundären Dimensionen. Dann gehe ich auf Ausstiegsseite und sehe, aha, die meisten sind auf der Unterseite /Halle.html ausgestiegen. Das, wenn hier nichts dahinter steht, nur ein Slash, dann ist das der Hinweis, das war die Startseite, sie sind auf die Startseite gekommen und das war auch die letzte Seite, die sie sich angeschaut haben. Und dann geht es hier weiter, Museum, aktuell, Kontakt und so weiter. Das waren jeweils die letzten Seiten, die sie sich angeschaut haben. Interessant ist normalerweise auch, wenn man nach der Quelle und dem Medium schaut. Gehe ich entweder hier auf häufig verwendet oder Akquisition, wähle Quelle Medium aus. Und dann kann ich mir anzeigen lassen, über welchen Kanal das Finanzministerium Sachsen-Anhalt auf meiner Seite war. In diesem Falle sehe ich, okay, es war Google und CPC, Cost per Klick. Das heißt also, hier ist die Quelle oder die Zugriffsquelle war eine Google Ads-Kampagne. Ich kann mir dann auch anzeigen lassen, welche Kampagne das genau war. Einfach hier oben bei sekundäre Dimension Kampagne eingeben und dann wird euch das angezeigt. Der meiste Traffic kam eben offensichtlich über eine Google Ads-Kampagne. Neue Nutzer 442 wurden darüber generiert und die haben 525 Sitzungen abgehalten. Eine Sitzung und ein neuer Nutzer kam über Bing, über die organische Suche. Da hat also jemand bei Bing ein Keyword eingegeben und stieß dann so auf meine Seite. Das kann ich aus diesen Daten lesen. Wie gesagt, hier gibt es sehr, sehr viele Optionen, die wichtige Informationen darüber geben, was eine Firma, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Firma auf eurer Seite getrieben haben. Nicht jede Option ist auch interessant. Da gibt es auch viel, was ihr absolut vernachlässigen könnt. Und zur ersten Orientierung schreibe ich dir unten in die Description die wichtigsten Optionen, die du hier in den sekundären Dimensionen findest und was du aus diesen Daten lesen kannst. Und wenn du dich fragst, warum wir eine solche Analyse überhaupt vornehmen können, das liegt daran, dass viele Unternehmen für gewöhnlich eine eigene Internetanbindung für ihre Firmennetzwerke mit einer festen IP-Adresse haben. Und deshalb tauchen die Unternehmensnamen in den firmeneigenen Netzwerken auf. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du mehr über Online-Marketing erfahren willst, hier sind ein paar weitere Videos für dich. Ansonsten freue ich mich über Lob, Kritik, Anmerkungen und deine Fragen unten einfach in die Kommentarzeile rein. Ich kümmere mich um jede Frage von dir. Gib diesem Video auch gerne ein Like. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder bald dabei bist. Wir sehen uns und abonnieren nicht vergessen. Ciao, ciao.